Alina Buchschacher ist 20, amtierende Miss Bern und eine grosse Tierliebhaberin. Seit über 10 Jahren reitet die spontane Handelsschülerin, die trotz ihrem Miss Bern-Titel völlig auf dem Boden geblieben ist. Sie ist genauso humorvoll und zugänglich wie vorher. Alina wirkt fast wie eine Prinzessin auf dem Ross, aber sie entspricht nicht immer dem Klischee. Sie hat noch ganz andere Seiten an sich. Vielleicht, dass ich sehr gefräßig bin. Und eine Prinzessin sieht mich auch nicht unbedingt so in einem Burgerladen Sachen in sich reinstoppen. Auf dem Weg zum Schweiz-Titel wird Alina von ihrem Freund Fabien Papini unterstützt. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Schliesslich sind sie frisch verliebt. Seit gut 4 Jahren kennen sie sich. Zusammen sind die beiden aber erst seit wenigen Wochen. Ja, irgendwann hat es halt einfach mal gefunkt. Ich meine, wir kennen uns schon in- und auswendig. Und es war sicher auch schon vorher immer etwas da gewesen, aber wir haben es einfach noch nie getraut zu sagen. Also, ja. Ja, es ist noch schwierig zu erklären, was ihn sozusagen genau so wie ausmacht. Aber ja, es ist meine. Alina sieht sich selber als eher untypische Miss Schweiz-Kandidatin und ihren Sieg bei Miss Bernwahl hat sie völlig überrascht. Sie hat gedacht, dass sie zu exotisch sei und ihre Tat zu dunkel für eine Miss Bern. Jetzt will sie aber die Miss Schweiz-Wahl unbedingt gewinnen und die Diskussionen im Internet über ihre Hautfarbe lässt Alina kalt. Ich bin auch Schweizerin, ich habe ja den Schweizer Pass, ich bin auch hier geboren. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, wieso das jetzt in der Schweiz auch noch weiss müsste und blonde Haare sollte. Ob Alina tatsächlich zur neuen Miss Schweiz gewählt wird, wir erfahren es am 24. September zu Lugano.